Wer lässt eine leere Donutschachtel rumstehen? Wenn man den letzten Donut gegessen hat, dann schmeißt man die Schachtel weg. Das gebietet die Höflichkeit. Ich glaube, dein Gärtner ist hier vorbeigekommen. Er sah hungrig aus, deswegen habe ich ihm den letzten gegeben. Er verlangt schon wieder mehr Geld. Ich will ihm nicht begegnen. Kann ich mal kurz mit dir reden? Was ist los? Ich habe Riesenmist gebaut. Ich hätte gern die Perspektive einer Frau. Und du bist das Beste, was gerade da ist. Also ich... Du hast es schon immer verstanden, mir zu schmeicheln. Ich hatte Sex mit Lia. Wow, das ist wirklich ein Riesenmist. Na ja, der Sex war eigentlich ziemlich gut, aber... Aber du bist danach auf der Stelle weggegangen, richtig? Woher weißt du das? Glaubst du, du hast es erfunden, dass Männer solche Arschlöcher sind? Naja, und was soll ich jetzt machen? Das hängt ganz davon ab. Denkst du etwa, dass es zwischen euch wieder so wird, wie es vorher war? Nein. Gut. Denn das ist ganz unmöglich. Du musst verstehen, dass sie sehr aufgewühlt ist. Du solltest ihr viel Zeit geben. Lass sie sich erstmal beruhigen. Dann fleh sie an. Obwohl, wieso sollte sie dir eine zweite Chance geben? Wieso tötet Krebs so viele gute Menschen? Und dich hat es noch nicht erwischt. Sei vorsichtig. Ich bin der einzige Freund, den du hast. Ich habe vielleicht jemanden gefunden, der mich mag. Also du kannst jetzt abtreten. Wer in Gottes Namen würde denn so dämlich sein? Meine Enkeltochter. Vielen herzlichen Dank. Sie sind wirklich ganz reizende Zuhörer und, ich frage mich gerade, ob heute irgendjemand aus New Jersey hier ist. Wirklich? Wirklich? Also, das ist sehr interessant, denn mein Mann und ich haben mal einen ganzen Sommer in Montclair verbracht. Halten Sie sich von den Toten fern! Oh mein Gott. Sie haben mir einen furchtbaren Schrecken eingejagt. Aber wenigstens habe ich nicht gesagt, dass er tot ist. Aber er ist doch tot. Und Sie wissen, dass er tot ist. Und sobald Ihnen dieser Gedanke in den Kopf kommt... Okay. Können wir bitte nicht über Eugene reden? Entschuldigung, dass ich es angesprochen habe. Ich verstehe sowieso nicht, wieso ich zwischen den Songs irgendwas sagen soll. Das Publikum will Sie kennenlernen. Das Publikum will mich nicht kennenlernen. Und je besser die Leute Sie kennen, desto mehr mögen Sie sie. Meinen Sie wirklich? Ja, hundertprozentig. Auch ich mag Sie und ich mag sonst niemanden. Oh, alles klar. Das ist wieder eins von Ihren zweifelhaften Komplimenten. Sehen Sie es, wie Sie wollen. Ich stelle nur Tatsachen fest. Ja... Und ich finde Ihre Songs toll. Oh. Es würde Ihrer Show aber nicht schaden, mal was Aktuelleres zu singen. Okay. Sonst noch irgendwas? Naja, also wenn Sie es schon ansprechen, Sie sind eine sehr attraktive Frau. Oh. Aber Ihr Outfit bringt das teilweise nicht richtig zur Geltung. Also, abgesehen von meiner Songauswahl, meinem Geplapper und von meiner Garderobe, stehen Sie auf die Show. Ich finde Sie toll. Ich fühle mich gerade wie lebendig gefressen. Dieses Haus kostet 8 Millionen Dollar. Es ist keine 8 Millionen wert. Und du wirst von einem Bus überfahren, wenn der Fahrer tut, wofür er bezahlt wird. Oh. Es gibt 1000 Gründe, Orrin Little nicht zu mögen. Wenn ihr meinen Wagen anhört, lasse ich euch sterilisieren. Kastrieren. Schneiden Sie denen doch mal die Haare. Ist das, was Ihnen auf der Zunge liegt, das wert, was ich Ihnen darauf antworte? Sie können jeden fragen. Beschwerde an die Verwaltung. Haben wir getan. Haben die zufällig irgendwann erwähnt, dass mir dieses Haus gehört? Er ist ein bisschen unsensibel. Ich bin schon 65. Ich habe schon viele Häuser verkauft, die älter waren als Sie. Und in einem viel schlechteren Zustand. Da bin ich aber beruhigt. Das war doch ein Kompliment. Ein bisschen unhöflich. Ich habe Mist gebaut. Ich brauche die Perspektive einer Frau. Und du bist die Beste, die ich finden konnte. Du hast es schon immer verstanden, mir zu schmeicheln. Und ein echtes. Oh nein, nein, nein. Du bist einfach unglaublich. Bingo. Diesen Herbst. Während ich weg bin, musst du meine Tochter nehmen. Was ist denn los? Das ist mein Sohn. Und wer ist das? Das ist meine Enkelin. Wahrscheinlich Guatemalteken. Er hatte Sex mit einem Dienstmädchen. Vom Regisseur von Das Beste kommt zum Schluss. Willst du es lieber selbst machen? Nur wenn du es falsch machst. Der Mann, der dich mal kriegt, ist wirklich zu beneiden. Und Harry und Sally kommt eine Komödie. Schnapp den Karton und pack ihn auf den Karton, der da drüben steht. Bist du ein Messi? Über Freundschaft. Ich bin der einzige Freund, den du hast. Ich habe noch jemanden gefunden, der mich mag. Also kannst du jetzt abdrehen. Familie. Schön. Was ist deine Lieblingsfarbe? Für dein Zimmer. Lila. Das ist nicht gut. Lässt sich später schlecht vermieten. Und die Kleinigkeiten, die uns alle verbinden. Bei meinem letzten Sex ist mein Kreuzband gerissen. Ist das ein kümmerlicher Versuch von Ihnen, mit mir zu flirten? Wenn Sie es so formulieren, ja. Michael Douglas. Diane Keaton. Ma'am, Rauchen ist hier nicht gestattet. Gut. Sie sind viel zu jung, um zu rauchen. Das grenzt an Liebe. Was treiben Sie da? Ich bekomme mein Baby! Nein, das können Sie nicht machen! Das mache ich doch nicht mit Absicht!
witzig! Siehst du, und das passiert, wenn man Sex hat. Ich soll jeden zum Weinen bringen.